Hallo, wir sind's wieder von Genu. Ute und Nicole. Und heute mit einem ganz tollen Projekt, und zwar unserem Kinderhoodie Hedwig. Den gibt es in der Größe 122 bis 164. Das Panel, das haben wir von stofflinge.de. Da möchten wir uns auch recht herzlich bedanken. Und zwar haben wir von denen nicht nur das Panel bekommen, sondern auch diesen unifarbenen Jersey. Also ihr könnt, wenn ihr den Hoodie so nachnehmen wollt, alles bei stofflinge.de bestellen. Das Schnittmuster ist eigentlich für ein Uni-Projekt. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich das Panel so gut wie möglich ausnutzen konnte und es ja in jeder Größe ein bisschen anders. Das Schnittmuster findet ihr wie immer bei uns hier unter dem i oder in der Videobeschreibung und genauso nochmal einen Blogbeitrag, wo Ute nochmal ein bisschen in Bildern beschreibt, wie sie es genäht hat. Beim Verarbeiten von einem Panel hat man ja meistens eine Vorderseite, eine Rückseite. Ich habe jetzt auch noch einen passenden Uni-Stoff dazu. Und da muss man sich ein bisschen überlegen, wo will man das Hauptmotiv haben. Ich will jetzt das Hauptmotiv vorne in der Mitte haben und habe mir jetzt überlegt, etwa so, das ist jetzt die vordere Mitte hier, dass die Eulen so vielleicht zwei Finger, sage ich jetzt mal, unter dem Halsausschnitt anfangen. Das ist jetzt eine Größe 146. Bei einem kleineren Sweatshirt müsste man es natürlich jetzt vielleicht dann noch mal ein bisschen anders vermitteln. Hier unten habe ich ja noch Stoff für ein Bündchen. Das will ich dann auch noch zuschneiden, dass das vielleicht noch dann so dran ist. Und das ist dann die Seite für hinten. Hinten mache ich das Bündchen dann auch aus dem Stoff, wo ich die Seite für hinten habe. Absetzen werde ich mit dem Stoff. Man kann ja auch Uni-Stoffe passend dazu bestellen. Und das ist der Stoff für die Innenseite der Kapuze. Nochmal eine Übersicht über die ganzen Schnittteile. Ich habe begonnen mit dem Vorderteil, Taschenbeutel und Bündchen, Rückenteil und Bündchen, Kapuze, Innen- und Außenseite. Und der Ärmel besteht auch aus zwei Teilen. Uni vorne am Handgelenk und im Muster dann oben. Ich beginne am Vorderteil mit der Tasche und da mit dem Tascheneingriff. Dafür habe ich mir einen Streifen zugeschnitten, der 80% von dem hat, was die gesamte Länge der Tasche hat. Strecke das auf, sodass der Überschuss hinten gut verteilt ist und nähe das dann an, indem ich das so ziehe. Immer so weit ziehen, dass der untere Stoff glatt liegt. Meine geraden Nähte mache ich mit diesem dreifachen Geradstich. Der ist etwas elastisch und eignet sich super dafür. Ich mache jetzt hier an dem Tascheneingriff noch eine Gegensteppung. Und dafür muss ich darauf achten, dass die Nahtzugabe nach innen liegt und nähe das dann hier noch knappkantig ab. Hinter den Tascheneingriff setzen wir jetzt den Taschenbeutel. Ich habe das eingezeichnet im Schnittmuster, wie er angesetzt wird. Und zwar oben etwas knapp, damit man den eigentlichen Beutel eher unten hat. Ich stecke mir das jetzt auf und nähe hier entlang auf der Versäuberung mit dem dreifachen Geradstich den Taschenbeutel noch an. Bevor ich die Kapuze zusammennähe, bereite ich hier die Knopflöcher vor, wo später die Kordel reinkommt. Man kann auch Ösen nehmen, ganz klar. Aber ich mache es eigentlich ganz gern mit dem Knopfloch. Und wie wir Knopflöcher nähen, das haben wir schon mal im Video gezeigt, das verlinke ich hier. Auf der Rückseite habe ich so ein Flieseline-Teil drauf genäht oder ein anderer Stoff, der ein bisschen Substanz hat, damit das Knopfloch schöner wird. Und jetzt kann ich das einfach zurückschneiden. Ich nähe jetzt die beiden Kapuzenteile hier oben zusammen. Am Futter habe ich das schon gemacht. An der Kapuze habe ich jetzt Außenstoff und Futterstoff aufeinander genäht, rechts auf rechts. Und das hier noch abgesteppt für den Tunnelzug.
Man muss einfach darauf achten, dass das Knopfloch innerhalb dem Tunnel liegt, sonst kann man ja leider keine Kordel reinziehen. Am Shirt habe ich jetzt die Schulternähte geschlossen und werde jetzt von der hinteren Mitte ausgehend die Kapuze anheften. So, rechts auf rechts. Jetzt habe ich es hier links auf rechts. Ich zeige es jetzt trotzdem so, sodass die vorderen Teile übereinander liegen. So sieht jetzt die fertige Kapuze angenäht aus. Ich habe jetzt hier mal den Ärmel angesteckt mit Hilfe der Nahtzeichen. Und hier im oberen Bereich ist es ja ein bisschen Stoffüberschuss, dass man das schön verteilt. Wenn der Ärmel angenäht ist, schließe ich in einem durch die Ärmelnaht und die Seitennaht. Hier ist in dem Fall jetzt schon der untere Bereich geschlossen. Ich habe vorhin mal alles genäht, was ich mit dem lilanen Faden nähen muss. Ich habe jetzt vorher noch mit ein paar Stichen an der Tasche die Blende an dem Taschenbeutel fixiert, dass mir das beim Zusammennähen nicht verrutscht. Ich wollte ja jetzt vom Panel noch diese Bordüre mit den Blumen verwenden. Deswegen habe ich mich bei der Variante jetzt entschieden, da ein Bündchen reinzumachen. Und habe das dann so doppelt genommen. Hinten habe ich das Bündchen aus dem zusätzlichen Stoff noch geschnitten, den ich für das Futter verwendet habe. Im Schnittmuster ist das nicht vorgesehen, das ist einfach in einem Stück, genauso wie bei den Ärmeln. Die Ärmel werden jetzt noch umgenäht und bei der Kapuze habe ich mir jetzt noch eine Kordel eingezogen. Oder in meinem Fall ist es ein Stück Stoff, das habe ich einfach rechts auf rechts zusammengenäht, gewendet und dann habe ich ein Band, wo wirklich 100% dazu passt. So, das ist jetzt also unser Kinderhoodie Hedwig. Das Schnittmuster findet ihr wie immer hier unter dem i oder in der Videobeschreibung, genauso wie den Blogbeitrag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, klickt auch auf das i, da könnt ihr unseren Newsletter bestellen, da bekommt ihr auch 12 gratis Schnittmuster. Das Schnittmuster von dem Hoodie Hedwig ist nicht dabei, dafür 12 andere schöne Schnittmuster. Schaut einfach mal vorbei. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!